In der italienischen Abgeordnetenkammer in Rom ist es am Mittwoch während einer Sitzung zu chaotischen Szenen gekommen. In einem Handgemenge ist ein Abgeordneter der oppositionellen Fünf-Sterne-Bewegung zu Boden gegangen. Demnach wurde Leonardo Donno von anderen Parlamentariern bedrängt. Ein Video zeigt, wie der Abgeordnete dem Minister für regionale Angelegenheiten und Autonomien, Roberto Calderoli, die Nationalflagge überreichen wollte. Mehrere Parlamentarier stürmten auf ihn. Donno ging im Tumult zu Boden und musste in einem Rollstuhl aus dem Saal gebracht werden. Es blieb zunächst unklar, ob Donno wegen Schlägen oder Tritten zu Boden ging. Der Präsident der Abgeordnetenkammer unterbrach die Sitzung und kündigte an, die Videoaufnahmen des Vorfalls genau zu untersuchen und weitere Maßnahmen zu ergreifen. In der Sitzung ging es um den von der rechten Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni eingebrachten Gesetzentwurf zur sogenannten differenzierten Autonomie. Dieser sieht vor, dass die Regionen des Landes mehr autonome Befugnisse erhalten. Die Opposition kritisiert dieses Vorhaben. Vor allem die Regionen im Süden befürchten, dass sich der Staat aus wichtigen Bereichen wie Gesundheit und Bildung zurückziehen könnte. Dadurch könnte die Bevölkerung im wirtschaftlich unentwickelten Teil des Landes Nachteile haben. Bereits während der ersten Lesung des Gesetzentwurfs vor wenigen Monaten kam es im Senat zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen Regierung und Opposition. Während der zweiten Lesung in der Abgeordnetenkammer hielten Abgeordnete der Opposition nun erneut italienische Nationalflaggen in die Höhe und sangen die Nationalhymne.